So, wir haben hier natürlich Gold wie sonst was. Wir werden jetzt immer sagen, hier, hört mal auf mit den Diamanten. So, und wir werden jetzt von der anderen Seite schon angegriffen, ohne dass wir wirklich Ahnung haben. Wir schließen einfach erstmal hier ab. Schnappen uns das Vieh, setzen das erstmal hier rein, dann bleibt es erstmal hier drinnen, dann geht hier draußen keiner mehr drauf. Jetzt bauen wir hier einfach mal eine Brücke rüber. Können wir hier schon einfach eine Brücke rüber bauen? Was steht denn drunter? Das ist, ach da, das Feld ist noch nicht belegt. Okay. Wir brauchen ein paar Fernkämpfer, dafür sind die Zauberer natürlich nachher auf Stufe 2 perfekt geeignet. Und was wir jetzt noch hergestellt haben, ist eine Falle, eine Giftgasfalle in diesem Fall. Wenn da ein Gegner draufläuft, strömt da Giftgas aus und schädigt den Gegner. Den setzt man so, und was man jetzt hier zum Beispiel sieht, ich muss einmal hier kurz die Tür aufmachen, dann kommt ein kleiner Imp. Hier sieht man jetzt diese Kiste, stellt jetzt beispielsweise die Falle da. Dann läuft ein Imp dahin, holt sich diese Kiste da ab und stellt dann hier die Falle auf. Da läuft die Kiste. Und da ist die Falle. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Eure Kiste, ja, das braucht ihr jetzt gar nicht versuchen. Schnell, schnell. Ja, genau so. Macht das dann mal fertig. Geht wieder zurück, dann kann ich hier jetzt die Brücke bauen. Na gut. Dann schnapp ich mich dir halt so, wenn du da nicht durch die Tür möchtest. So, und dann bauen wir mal die Brücke. Jetzt gucken wir mal, ob die Gegner hier schon freiwillig rübergehen wollen und in unsere Falle laufen. Tun sie natürlich nicht. Ja, komm. Gut. Wenn ich das einfach aufmache. Ja, da kommen sie. Hat sie also abgehalten. So, und da löst die Giftgasfalle aus. Eine Tür wurde hergestellt. Und jetzt fangen sie an, die Tür kaputt schlagen zu wollen. Und was wir dann erstmal machen, ist, denen die Monster in den Rücken zu werfen. Immer noch eine größere Schatzkammer. Dann soll die einfach kein Gold mehr abbauen. Ach, die Tür ist kaputt. Wie gesagt, die Türen werden halt auch mal kaputt geschlagen. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben ja schon wieder eine auf Vorrat. Die können wir hier auch gleich wieder hinsetzen. So, die Tür steht. Und unsere Imps können hier hinten dann schon mal anfangen. Da ist zum Beispiel auch eine gegnerische Tür. Die hat genau denselben Zweck. Die müssen wir auch erst kaputt prügeln. Und 3, die können ruhig noch ein bisschen. Wir können auch unsere Trolle mal trainieren gehen lassen, statt Türen und Fallen herzustellen. Und werden dann gleich erstmal da durchbrechen. So, wo war ich denn vorhin? Ach ja, ich hatte mich bedankt für meine Zuschauer und damit war ich dann eigentlich auch durch. Ich werde dann jetzt mal ein bisschen weitermachen. Also, müssen noch sagen, wie gesagt, Banner und so fehlt bei mir noch, was einfach daran liegt, dass ich davon einfach keine Ahnung habe. So ehrlich bin ich ja. Ich habe schon mehrfach versucht, ein herzustellen, aber das sieht dann wirklich aus wie mit Paint lieblos hingeklatscht. Und das wollte ich dann auch keinem zumuten, nicht mal mir selber. Weswegen es dann halt besser ist, wenn man es auf eine andere Art und Weise versucht. Und zwar, man fragt nette Leute aus der Community, was Let's Plays angeht, ob die nicht vielleicht mal die Zeit haben, mir einen Banner zu erstellen. Das kann nur leider noch ein bisschen dauern. Aber das ist ja auch noch nicht so schlimm. Irgendwann werde ich einen Banner haben und das wird dann bestimmt grandios aussehen. So, was ich auch noch sagen wollte. Diese Folge, also diese Aufnahmesession wird ein bisschen länger. Das heißt, ich wollte immer eine Mission sozusagen aufnehmen. Und da muss man halt gucken, wie lange die Mission halt dauern. Die wird ja jetzt ein bisschen länger dauern, wie die anderen, die vorher dran waren. Das ist ja auch nicht schlimm, nur werde ich jetzt mittendrin irgendwo mich verabschieden, sondern einfach irgendwo danach einen Schnitt setzen, wie es halt längenmäßig am besten passt, sodass ich zwei ungefähr gleich lange Parts habe, aber mich nicht mitten im Satz irgendwie unterbreche. Das kann ich jetzt natürlich vorher jetzt nicht festlegen, wie lange so eine Mission dauert. Das weiß ich halt nicht. Deswegen ist halt jetzt bei Dungeon Keeper jetzt nicht die Möglichkeit gibt für mich zu sagen, ich mache regelmäßig
eine Begrüßung und eine Verabschiedung, sondern ich mache das jetzt hier missionsabhängig. So, alle laufen jetzt erstmal zum Geld. Sollen sie irgendwas abholen? Die Schatzkammer läuft ja eh über. Da kommen sie alle, die gierigen Schweine, und klauen mir mein Gold. Wie teuer ist denn mein Zahltag? 2409. Ja, das ist doch noch günstig. Also für die Anzahl an Gold, das ich hier gebunkert habe, ist das wirklich nichts. Ja, und die Imps sind alle unbeschäftigt, ne? 17 unbeschäftigte Imps. Okay, um das zu ändern, werden unsere Käfer jetzt hier mal die Tür aufprügeln. Und mal gucken, was dahinter ist. Dann haben die Imps wieder was zu tun. Man könnte sich jetzt natürlich auch dran vorbeigraben, wenn die Mauerstücke hier nicht dem Gegner gehören würden. Man sieht, ich kann ja nicht draufklicken. Ich weiß nicht, ich glaube, die Imps können das, wenn die lang genug Zeit haben, die Wände so bearbeiten, dass die keinem gehören. Also dass sie wieder normal werden, wie normale Erde. Und danach halt in den Besitz von jemandem übergehen. Hier sind noch mehr Türen. Und hier scheint irgendwo eine Falle zu sein. Die schreien doch so rum. Da, komm, nee, Gegner. Keine Falle, Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen Es ist auch viel angenehmer, wenn man jetzt weiß, wie man die Karte drehen kann. Man sieht wenigstens, was die Viecher machen. So, und hier sieht man diese bekehrt einen Helden zu eurer Seite. Das sind halt diese Gimmicks, die man kriegen kann. Auch dieses Level steigern zum Beispiel. Eure Kreaturen werden angegriffen. Oh, da kommen aber jetzt doch noch einige. Macht sie platt. Wo kommen die denn jetzt alle her? Alle aus irgendwelchen Türen geschlichen hier. So. Geht doch. Jetzt können die Imps hier noch in Ruhe weiterarbeiten. Wenn das Feld darunter mir gehört, kann ich das auch nutzen. So, Level steigern steht dann halt bei, was genau es macht. Für alle Monster. Level steigern verleiht allen euren Kreaturen. Ja, genau. Eure Kreaturen wurden mit Genau das will Gefahr man noch haben. Und das eine Ding wird jetzt abtransportiert. Wo ist das denn jetzt hin? Ich wollte das irgendwann dann auch nutzen, vielleicht. Da läuft es. Der Heldenraub wird hier abgeliefert. Da ist er. Und die Sachen, die man sich halt nachher aussuchen kann, wann man sie nutzen möchte und so weiter, werden halt irgendwo abgeliefert. Das ist ja auch nicht schlimm. Jetzt haben wir hier natürlich überall noch Türen. Die können unsere Käfer natürlich dann wieder schon aufprügeln. Haben wir nur noch vier? Hat man davon nicht noch mehr? Naja, ab und zu gehen halt auch mal welche drauf. So, Gold. Genauso wie es sein soll. Noch mehr Gold. Und dann hauen sie alle wieder ab. Die können auch ruhig mal hier schon mal den nächsten Durchgang aufprügeln. Dann haben die Imps wieder was zu tun. Okay, da ist Wasser. Eine Falle wurde Und hergestellt. da dann wahrscheinlich auch. Ja, auch Wasser. Heißt für uns, wir müssen irgendwie weiterkommen. Dann wird wahrscheinlich da noch Räume liegen und da Räume liegen und hier vielleicht. Weiß ich nicht. Nachher mal gucken. Ich kann die Wände einfach nicht kaputt bauen. Aber es ist hier auch nicht schlimm. Wir bauen uns jetzt einfach mal hier durch. Oh ne, brauche ich gar nicht. Ich brauche ja gar keine Brücke bauen. Da ist ja ein Weg drumherum. Auf der anderen Seite dasselbe. Das läuft doch. Oh, während die Imps hier rumbauen, stelle ich fest, dass wieder keiner am Trainieren ist. Diese ganzen feigen, faulen Schweine. Ist jetzt ja nicht so, dass wir nicht das Geld hätten, um die zu trainieren. Die wollen einfach nicht. Gut, vielleicht hilft ja wieder so ein Schlag in den Nacken. Man kann es ja mal versuchen, dann trainieren sie ja vielleicht ein bisschen schneller. Dumm.
Okay. Eine Tür wurde hergestellt. Tür, Tür, Tür. Zweimal. Jetzt war da einfach eine neue rein. Ja, da die ja automatisch einfach alles Mögliche herstellen, kann man das auch alles einfach irgendwo setzen. Wenn man gerade nicht weiß, wo genau. So, und man sieht hier, wenn der Boden mir gehört, wird die Wandverstärkung auch aufgehoben. Genau das wollte ich ja. Nur, dass die Imps dann alles wieder neu verstärken müssen, ist ein bisschen doof. Kommen die auch von beiden Seiten hier ran und stehen schon wieder vor einer Tür. Käfer. Eine Falle wurde hergestellt. Ah, das feindliche Dungeon-Herz. Und ein Ritter. Wir sollten euch ins Reich der Schatten zurückschicken, Keeper. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen. Ja. So, warte mal, wir haben doch jetzt den. Na, ah, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt einen Helden verhext. Eure Untergebenen. Ach, ich hab jetzt den Helden schon, das irritiert mich jetzt, aber ich dachte, ich könnte mir jetzt da oben einen aussuchen. Ja, und anscheinend wurden die Helden jetzt alle besiegt. Und jetzt prügeln unsere Leute munter auf den Dungeon-Herz rum. So ähnlich wird es auch aussehen, wenn wir halt verlieren würden. Aber so rum geht's ja auch. Können Sie hier gleich mal den Weg freischalten, weil wie gesagt, hier hinten scheint ja irgendwas zu sein und da wollen wir hin. So, einzuschalten Gegner, so den Gegner haben wir jetzt besiegt. Und wir haben eine Spinne. Erreichen das Versteck nicht? Warum erreicht er das Versteck nicht? Ah, da hinten Spinnen. Und hier ist der Kreaturentransfer. Genau den wollten wir ja haben. Den müssen wir uns jetzt nur noch abholen. Eine Tür wurde hergestellt. So. Jetzt erreichen unsere Spinnen auch das Versteck. So. Lauft, 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 lauft. Ist eigentlich auch egal. Sollen die Spinnen machen, die so lustig sind. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch unsere Imps hier vorne, die uns die Sachen hier abholen. Und wir haben diese erste Mission damit, die vierte Mission damit geschafft. Die erste halt in dieser Aufnahme ist hier halt ein Unterschied. Das wird schon, die sollen nicht das Gold abholen, davon haben wir genug, die sollen ja Durchgang machen. Aber wie gesagt, es ist jetzt ja eh egal, wir haben es jetzt ja geschafft. War auch noch relativ einfach, also eigentlich keine Probleme gehabt, aber das wird sich wohl noch ändern mit der Zeit. Vielleicht bin ich auch einfach nur so gut, dass das nicht auffällt, aber das bezweifle ich erstmal. Weil, wie gesagt, ich habe es auch nie durchgespielt. Jetzt haben sie mir den Kreaturtransfer geklaut. Ach, da ist er. Den schnappe ich mir jetzt. Oder wir lassen hier, na gut, so einen 5er Zauberer mitnehmen, das müsste eigentlich reichen. Warum sollte ich jetzt hier alles noch aussetzen? Nur damit ich eine Stufe 10 Kreatur oder so habe. So, da ist der Kreaturentransfer. Den schnappen wir uns jetzt. Jetzt können wir halt auswählen, was wir mitnehmen wollen. Aus allen Kreaturen, die wir halt haben. Dämonenechse Stufe 7 oder noch mehr Dämonenechse Stufe 7, 8. Ich nehme, glaube ich, die Dämonenechse Stufe 8 mit, weil höchstes Level. Und damit sind wir hier fertig. Feuermoor. Eine lodernde Flammenhölle nimmt den Platz eines früher sehr hübschen Dörfchens ein. Ihr habt wahrhaftig zur Verschönerung der Gegend beigetragen. Sogar der ätzende Rauch duftet süß. Ja, genau so soll es sein. Ich bedanke mich dann also erstmal fürs Zuschauen. Dieser Part wird, wenn ich richtig auf die Zeit gucke, halt auf zwei Teile aufgeteilt, diese Mission. Die dann so rund 15 Minuten haben werden, aber das liegt ja halt eigentlich in dem Rahmen, den ich auch anstrebe, so 15 bis 20 soll es halt sein.
Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.